Das ist Laura. Sie ist das beliebteste Mädchen aus der Klasse und tanzt für ihr Leben gern. Mit ihrer Schwester Alina geht sie durch dick und dünn. Das ist Dominik. Ja, er ist schon ein ziemlich cooler und süßer Typ. Laura hat ja so ein Glück, dass er auf sie steht. Wer kommt denn da die Straße entlang? Natürlich Juan, der tollpatscht durch und durch. Wie die meisten Jungs ist er auch in Laura verknallt, aber auf eine besondere Art und Weise. Hallo, Mama? Du kannst dir nicht vorstellen, wen ich gerade getroffen habe. Ja, sie ist so hübsch. Ach, Mama, ich habe nie eine Chance. Guten Tag. Oh. Hey, süß, du warst. Kein Problem, das mache ich. Dankeschön. Deine Tanzanlage war echt geil. Wollen wir auch Kaffee? Liebe Laura, ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber ich mag dich ziemlich doll. Und nun frage ich mich, ob du dasselbe fühlst. Oder stehen meine Chancen gerade schlecht? Was machst du da am Rucksack meiner Schwester? Ist eigentlich nicht so wichtig. Ah, und was ist das dort in deiner Hand? Und jetzt sag bloß nicht nichts. Ein Zettel. Geht's vielleicht ein bisschen genauer? Ach, ihr drückt schon raus. Komm, gib her. Ich hab dich noch nie gesehen. Du bist ganz schön unscheinbar. Ich muss ehrlich sein, deine Chancen stehen wirklich schlecht. Laura erzählt die ganze Zeit nur von Dominik. Aber lass mich schauen, was ich machen kann. Okay, danke. Ja. Gesagt, getan. Alina erzählte alles ihrer Schwester Laura und überredete sie, einen Plan zu schmieden. Beide versteckten einen Schlüssel auf dem Marktplatz. Wer damit zuerst Laura findet, gewinnt den Hahnenkampf. Oh, sicher, dass dieser Plan klappt? Ich meine, er kann doch sowieso nichts. Ach, gib ihm doch wenigstens eine Chance. Wir haben den Plan doch jetzt nicht umsonst gemacht. Ja, okay, du hast recht. Aber können wir es Dominik nicht einfacher machen? Nein. Jetzt lass doch erstmal alles auf dich zukommen. Und wie sagen wir es den beiden? Ich möchte das nicht machen. Okay, na, ich könnte meine beste Freundin Bescheid sagen und sie kann dann den beiden einen Zettel mit der Aufgabe übergeben. Hey, Schuhan, warte mal. Ich habe eine Botschaft für dich von Laura. Das ist wirklich die letzte Chance auf eine Zukunft mit Laura. Hä? Verstehe ich irgendwie nicht. An diesem Ort ist der Schlüssel zu Lauras Herzen versteckt. Hinein, hinaus, verheiratet, raus. Mehr kann ich auch nicht sagen. Hey. Hallo. Das ist eine Botschaft von Laura. Das ist die letzte Chance, deinen Gegner letztendlich aus dem Rennen zu stoßen. Und das soll ein Problem für mich sein? Boah, dieses scheiß Rätsel, Mann!
umkehren. Ab in den Park. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hi. Hey, wie geht's? Ganz gut. Aber wie soll ich das denn mit dem Schlüssel schaffen? Ich schaff das niemals. Was denkst du denn, warum ich dich hierher gerufen habe? Kein Plan. Hier ist der Zweitschlüssel und die Adresse zum Versteck. Aber lass dich nicht von meiner Sis erwischen und lass dir Zeit, sonst ist das zu auffällig. Und Juan schafft das sowieso nicht. Danke, du hast mir gerade echt geholfen. Aber ich muss jetzt echt los. Klostergasse 13. Habe ich noch nie gehört. Ach, ich frage einfach Google. Entschuldigen Sie. Wo kann man hier heiraten? Entschuldigen Sie, wo kann man hier heiraten? Entschuldigen Sie? Nichts Deutsches, nichts Deutsches. Sind das gut? Entschuldigen Sie, wo kann man hier heiraten? Entschuldigung, hören Sie mir zu? Hä? Bist du nicht zu jung, um zu heiraten? Alles klar. Dann gehe ich erstmal was essen. Das muss er sein. Ich hab ihn. Klostergasse 13. Wo kann das nur sein? Mal überlegen. Ah, jetzt weiß ich, wo es ist. Jetzt muss ich mich aber ganz schön beeilen. Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Ich finde die Klostergasse nie. Ich werde Laura nie finden. Glaube ich jetzt nicht. Du hast es echt geschafft. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja. Na dann erzähl mal, wie hast du das geschafft? Also ich bin zuerst auf den Marktplatz gegangen und dann habe ich mir ein Brötchen gekauft. Und dann bin ich mit dem... Schmeckt? Ja, aber ich bin dann irgendwann hingeflogen und dann ist das Brötchen mir aus der Hand gefallen. Ja, das muss ich sein. Ich hab's gefunden. Scheiße.
Ach, du warst das die ganze Zeit? Ja, also das gehört doch irgendwie dazu. Naja, ist John eigentlich schon da? Ja, der ist schon da. Ach, scheiße. Ach, egal, die Lisa ist eh viel schöner. Ist es jetzt dein Ernst? Hättest du es nicht gleich sagen können? Ich habe mir den Kopf zerbrochen. Mir ist das alles total egal. Du kannst mich mal. Ey, warte mal. Das war nicht so gemeint.